Freunde, heute wollten wir Ihnen noch zwei Geschichten zeigen oder drei Geschichten zeigen. Eine, da habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Beim letzten Videoblog, den wir Ihnen vorgestellt haben, wo übrigens sehr, sehr viele zugeschaut haben und wir auch sehr positive Resonanz bekommen haben, herzlichen Dank dafür, habe ich eine Geschichte vergessen. Und zwar, ich habe nicht über die ÖBB 1044 gesprochen. Der Grund, nicht weil ich Österreich vergesse, Österreich ist ein ganz wichtiger Markt für uns und wir haben dort auch sehr viele Tico-Fans, aber wir haben damals noch keine Abspritzungen gehabt, also die sogenannten T1s waren damals noch nicht fertig und darum haben wir das auch nicht vorgestellt. Heute ist es da, ist es vor einigen Tagen hier angekommen, wir haben es geprüft. Es gibt noch einiges daran zu machen, aber darüber sprechen wir dann gleich. Und jetzt gehen wir dann mal aus der Produktion. Viele von Ihnen kennen ja die Produktion hier schon, unsere Kunststoffspritzerei. Wir gehen dann mal in das sogenannte Musterzimmer und schauen uns mal die neuen Modelle an. So, liebe Pico-Freunde, wir sind jetzt also wieder bei uns im Musterzimmer und als erstes darf ich mal wieder meine Maske annehmen und dann unseren Produktmanager, Herrn Matthias Fröhlich, begrüßen. Schönen guten Morgen. Einer von uns beiden trägt jetzt die Maske. Da ich mehr rede im Moment, nehme ich sie mal ab. Und wir wollen Ihnen jetzt unser ÖBB-Modell 1044 vorstellen. Allerdings habe ich ein kleines Problem. Ich wurde nämlich darauf aufmerksam gemacht von Herrn Fröhlich. Der hat gesagt, Herr Wiffer, wir können jetzt nicht vorstellen, es gibt nämlich Freunde irgendwo in Österreich, die auch Modellbahnen machen und die würden sofort darauf reagieren, wenn die sehen, was wir für ein Modell bringen. Das wissen sie nämlich noch nicht ganz genau. Haben wir gesagt, wir können es leider nicht ganz zeigen. Also, Herr Fröhlich. Finde ich schon mal ganz gut, da verraten wir nicht so viel. Ich fahre jetzt mal rein. Also wir wollen einfach nur zeigen, das Ding ist on the way. Ja. Und Drehgestelle können Sie ja mal vielleicht mal anschauen. Also ich glaube, wir dürfen schon mal verraten, dass es ein super Modell wird. Und, ja, das dürfen Sie verraten. Also die wird richtig toll, da freuen wir uns drauf. Die fährt ganz schön und seitenweicher Lauf und sehr, sehr viele Details. Ja, lassen wir mal. Was haben Sie denn da hinten dranhängen? Die passenden Wagen natürlich dazu. Die sind gerade gekommen. Aha, wir haben das letzte Mal schon über die Eurofima geredet. Und da habe ich gedacht, da bieten wir jetzt einen stilechten Zug. Und weil es natürlich eine sehr zugkräftige Lokomotive ist, dürfen da auch zwei, drei Wagen mehr dranhängen. Heute ausnahmsweise auch noch mit dem Kurswagen nach Italien. Den haben wir deswegen zugenommen, weil wir wollten ja mal zeigen, wie schön das aussieht mit unserer Zugschlussbeleuchtung. Das macht nämlich richtig was her. Ah, die leuchtet ja da hinten ja, sogar. Ja, das sieht super aus. Wow. Ah, das sieht doch super aus, oder? Also, das macht nur Spaß. Okay, also, Herr Fröhlich, Sie wollten ein bisschen was erzählen von der. Ja, ein bisschen was darf man sagen. Also, die Drehgestelle, haufenweise Details dran. Ich glaube, so scharfe Gravuren, so eine 1044 hat es bisher noch gar nicht auf dem Markt gegeben. Da merkt man einfach, es ist ein top aktuelles Modell von uns. Und ich glaube, da brauchen wir auch nichts erzählen. Unser Stand mittlerweile bei Gravuren, bei Bedruckungen, Lackieren. Also ich glaube, das ist so das Beste, was es auf dem Markt gibt aktuell. Und das haben wir natürlich auch sehr, sehr gerne für unsere Freunde aus Österreich umgesetzt. Die sollen ja genauso ein schönes Modell haben. Ich denke, wir haben letztes Jahr so viele Preise bekommen für Lokomotiven. Es ist, glaube ich, auf dem Markt jetzt überall angekommen, welches hohe Niveau wir erreicht haben. Und das haben wir einfach bei dieser Lokomotive auch konsequent umgesetzt und bildet zusammen mit den Eurofima-Wagen eine richtig schöne Garnitur. Und da macht Schnellzugfahren so richtig Spaß. Wie ich Ihnen vorhin schon sagte, wollten wir ja neben der ÖBB 1044 noch ein anderes Modell vorstellen, und zwar die ET21. Die ET21 lassen wir jetzt hier auch ins Bild fahren. Allerdings hängen da Wagen dran, die nicht so ganz stimmen. Aber die sieht schon mal sehr gut aus. Herr Fröhlich, was kann man denn zur ET21 alles sagen? Also erstmal kann man sagen, ein super interessantes Vorbild. Das ist ja eigentlich die erste in Serie gebaute polnische E-Lok. Und auch da, die polnischen Loks, die liegen uns ja auch sehr am Herzen. Haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder eine kleine Qualitätssteigerung reingebracht. Hier darf ich mal auf die Dachausrüstung aufmerksam machen. Also kleine Drähte, dann die super feinen Stromabnehmer.
Und so viele Details, die einzeln angesteckt sind. Entschuldigung, zum Stromabnehmer kann ich noch mal eins sagen. Und zwar, das Besondere ist hier bei dem Stromabnehmer, dass man eben keine Anschraubung sieht. Das gilt übrigens auch für die ÖBB 1044. Da haben wir das auch so gelöst, dass Sie also keinen Schraubdom sehen. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit. Gibt es bei nicht so vielen Modellen. Ja, und sieht halt einfach super aus, wenn man von der Seite reinschaut. Und man kann durchschauen. Das ist ja großes Kino wieder. Ja, und natürlich haben wir das dann auch so gemacht, dass im digitalen Bereich können Sie also die Führerstandsbeleuchtung machen, auch das den Führerstand selber, ja, das Führerpult ist also auch beleuchtet. Ja. Und was interessant ist, sind diese breiten und großen typischen Lampen vorne, die eben ganz typisch sind für die polnische Maschinen. Ja. Und was mir also hervorragend gefällt, wenn man, ich weiß nicht, ob man das jetzt am Bild sieht, dieses gravierte, das heißt, das Riffelblech vorne, das ist also geätztes Teil, das ist durchbrochen. Wunderschön also geworden. Jetzt darf ich dann noch auf die Scheibenwischer, wenn man sowieso die Front anguckt. Die Scheibenwischer sind auch sowas von filigran. Ja, die sind geätzte. Das sind geätzte Teile. Sind also keine Kunststoffteile, sondern geätzte Teile. Ja. Und also glaube ich, bis auf die Farbe. Die Farbe ist natürlich nicht authentisch, weil das ist wieder ein Modell aus der Vorserie. Da haben wir natürlich die Farben nicht richtig gemacht, sondern die haben halt irgendwas abgespritzt, dass man hier was sieht. Und freistehende Leitung auch. Weiß nicht, ob Sie es schon gesagt haben. Genau. Also tolle Geschichte. Und ich glaube, ich darf sie mal umdrehen. Wenn man sie umdreht, sieht man hier also auch noch mal die feinen Drehgestelle. Und ganz wichtig, wir haben Speichenradsätze, Speichenräder drauf, wie im Original, obwohl man sie kaum sieht, aber trotzdem Speichenradsätze. Ja, natürlich. Hat mir unser Chef der Entwicklung ans Herz gelegt, hat gemeint, sollte ich unbedingt darauf hinweisen. So, jetzt kriege ich die nicht mehr richtig drauf. Ja, aber es sieht super aus. Und also im Grunde genommen ist es ja schon so mittlerweile bei den Loks, Sie können ja ewig drauf schauen. Sie entdecken immer wieder neue Details. Die Griffstangen, die Handstangen sind sehr schön. Die Windabweiser, sehr, sehr filigran, aber Sie können durchschauen. Also mittlerweile muss ich sagen, besser können wir es nicht mehr machen. Wir haben da ein Top-Niveau erreicht. Und ich denke, dass die auch sehr, sehr viele Freunde finden wird, die Lok. Und hier wollen wir Ihnen noch was Kurzes zeigen. Der Herr Fröhlich hat gesagt, das muss unbedingt noch mit ins Bild, nämlich die ET22 und die ET21. Und warum? Also ET21 war, wie gesagt, die erste in Großserie gebaute E-Lok in Polen. Genau. Und beim Vorbild wurde die immer weiter aus dem Betriebsdienst in niedere Dienste zurückgedrängt durch die ET22, die wir ja auch im Programm haben. Und seit wann haben wir die ET22? Das sind jetzt 2 Jahre und okay. Ich finde die auch ganz, ganz großes Kino. Und ich meine, das sieht man jetzt wirklich eine Entwicklung, wie sie in Polen stattgefunden hat. Und dass wir das auch bei uns im Programm einfach nachbilden können. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Besonderheit. Und wir bekommen ja auch immer sehr, sehr viele positive Rückmeldungen aus Polen, die sich freuen. Großserienmodelle, die man richtig einsetzen kann, sehr gut in der Detaillierung, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und so schauen wir auch einfach, dass wir das Programm dementsprechend komplettieren. Und das haben wir jetzt auch, glaube ich, hier wieder gezeigt, dass wir das konsequent weiterverfolgen. Da werden sich die Polen richtig freuen. Das denke ich doch auch. Ja, noch eine Geschichte wollten wir Ihnen zeigen. Und zwar, wir haben in der letzten Zeit ja wirklich richtig gute Sounds entwickelt. Und wir haben hier jetzt für Sie eine BR 181, die der Herr Fröhlich Ihnen mal ganz kurz vorstellen möchte. Und anschließend, haben wir die denn da oder nicht? Ja, die kommt, die kommt. Die kommt. Wie so immer im Leben, das dauert alles ein bisschen länger. Kann die nicht fahren? Das sind natürlich diese Anfasssequenzen. Ich glaube, das machen wir auch wirklich nochmal neu, Ina. Weil es dauert ja ewig. Ja? Also gut, lassen wir mal weiterlaufen. Ziemlich laut der Sound. Wichtig ist, wir nehmen also, wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir authentische Sounds haben. Unsere Sound Engineers, die fahren also raus, dazu später noch ein bisschen mehr. Die frage ich nämlich nachher mal, was da alles so gemacht werden muss und so.
Was kann die denn außer hier so ein bisschen Fahrgeräusch? Ja, nee, also Geräusche hat die eine ganze Menge. Okay. Und nicht nur das, also es wird ja nicht nur auf den Sound Wert gelegt, sondern die Engineers, die gucken natürlich auch, dass sie die Lichter und so weiter alles umsetzen und dann wirklich ein Gesamtprojekt entwickeln, das dem Vorbild wirklich genau entspricht. Mhm. Und dann auch so das nicht einfach nur spielen, sondern wirklich Betrieb machen. Und das ist halt schon eine Besonderheit. Also klar, Sounds hat eine ganze Reihe, die typischen Horngeräusche und so weiter. Dann haben wir da drin die Führerstandsbeleuchtung. Sieht man jetzt natürlich nicht, viel zu hell. Aber auch die Maschinenraumbeleuchtung ist doch ein echter Traum. Und ich habe es ja schon mehrmals gesagt, die Lokomotive ist auch für mich persönlich ein richtiger Herzenswunsch gewesen. Genauso mit österreichischen Wagen hinten dran. Morgen um 0.30 Uhr in Karlsruhe losfahren, nach Paris 7 Uhr ankommen, Croissant essen und abends um 22 Uhr wieder zurückgefahren. Da ist man morgen zum Filmspieler. Genauso. Und ich meine, das ist jetzt Zufall, dass es jetzt genau meine Wunschkandidatur ist, aber es ist wirklich, es ist ja ein Traum und die sieht super aus. Welch ein Zufall als Produktmanager, dass man genau diese Modelle bekommt. Ja, Zufälle gibt's. Und auch okay. Hier die Scheinwischer sind schön. Der Sound ist ganz, ganz toll geworden. Bei seit wann haben wir die 181? Oh, die ist jetzt auch, das ist die zweite, dann ist sie seit einem Jahr, letztes Jahr gekommen. Okay, gut. Und ja, ich finde die auch jetzt richtig schön geworden. Und ich war zufällig auch da dabei in Karlsruhe, als die Aufnahmen gemacht worden sind. Dazu später. Okay, dann verrate ich da noch nichts groß dazu. Aber es war super spannend und es macht auch Spaß, einfach mal zu gucken, was für ein Aufwand bei dieser Sounderstellung hinten dran ist. Ich meine, viele denken, da geht man raus, nimmt ein Mikrofon und halt mal kurz an die Lokomotive ran. Ja, das denke ich auch immer. Aber ja, da ein bisschen aufnehmen, dann klick, 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 ist es fertig. Dazu kommt mal später dann. Wie ich schon sagte, wollte ich hier mit Ihnen mal in die Elektronikabteilung gehen. Eigentlich darf man da nicht rein, aber ich glaube schon. So, die Herren, grüß Gott. Hallo. Hallo. Alle schwer beschäftigt hier im Soundbereich. Ja. Ja, ich habe mal eine Frage an Sie. Na bitte. Sie waren doch gestern, glaube ich, in der Schweiz. Wir waren in der Schweiz, genau. Aha, haben neue Aufnahmen gemacht. Jawohl. Wie lange waren Sie weg? Drei Tage, super. Ja, ja, und jetzt werde ich mal was Kritisches fragen. Oh. Soundaufnahmen, für mich immer, macht man die Soundaufnahmen, dann klick, 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 nach zwei Tagen ist man fertig. Ja, und Sie sagen so, immer, das brauchen Sie so, immer so lange dazu. Wär ja auf jeden Fall schön, wenn es so ging, aber nee, tatsächlich ist das ganze Haufe Arbeit. Wie lange brauchen Sie dazu? Na, zwischen 4 bis 8 Wochen auf jeden Fall, sagen wir mal, für komplett neue Sounds. Schwierig. Weil, was ist das Besondere daran? Dass es natürlich so echt wie nur möglich klingt. Ne? Also ja. Zum einen müssen wir die Sounds so bearbeiten, dass die auf den winzig kleinen Lautsprecher noch qualitativ hochwertig klingen hat. Und zum anderen muss die Lok dann ja auch so programmiert werden, wie die im echten Leben auch funktioniert. So dass zur rechten Zeit der Pantograph hochgeht, zu der richtigen Zeit der Hauptschalter angeht und so weiter. Und was machen Sie dann mit den Sound? Tun Sie die dann noch verändern oder was machen Sie mit denen? Ja, also nachdem es aufgenommen wird, suchen wir uns natürlich erstmal die besten Takes aus. Mhm. Dann wird erstmal mit Equalizer werden die Frequenzen, sage ich mal, angeglichen, bearbeitet. Je nachdem komprimiert, damit es an sich ein bisschen lauter wirkt. Also es ist offensichtlich nicht so, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Man nimmt auf, bisschen klick, 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 klick und dann ist das Ding fertig. Nein, das ist tatsächlich nicht so, Herr Dr. Wilmer. Okay, danke. Dann habe ich noch eine Frage und zwar, Sie haben mir mal gesagt, da hatten Sie so ein Diagramm drauf, dass Sie dann hergehen und zum Beispiel irgendwelche Vogelaufnahmen wegnehmen. Ja, ja, also nach der Aufnahme ist es so, dass wir das Audio auch restaurieren müssen. Ja. Bedeutet am Ende, also wir haben keine kaputte Aufnahme, aber wenn dann doch irgendwas im Hintergrund ist, wir sind ja draußen. Ja, dann haben wir Störgeräusche. Genau, und dann haben wir Störgeräusche und wenn doch dann noch ein Vogel oder irgendwas im Hintergrund ist, dann müssen wir den natürlich rausnehmen, sonst hört das nicht. Und den können Sie dann den kann ich rauslöschen, genau, aus der Aufnahme geht. Ja,
Und Sie sehen dann am Diagramm genau, ach, das ist das Fiepse von dem Vogel. Mittlerweile kann ich es sehen, ja. Ist ja gut, besser ist, wenn wir es hören, ja. Aber mittlerweile kann ich es auch, kann ja, auch sehen. Und ja. Also, Sie sehen, dass wir hier richtig großen Aufwand machen. Und ich glaube auch, dass wir in der Zwischenzeit richtig tolle Sounds haben. Und die anderen beiden Herren, wenn sie nicht gerade an Modelleisenbahnen basteln, wie unser Guerilla von unserem Rollout und der Herr Colangi, der testet dann immer die Sounds, ob sie dann auch hinterher richtig gut geworden sind. Ja, und genau. Sie koppeln sich dann rück, genau. Damit dann, wenn es nicht gut ist, dann müssen die beiden Jungs dann nochmal was machen. Genau, wir arbeiten fest zusammen. Okay, gut. Also dann weiterhin viel Erfolg und tschüss. Ja. So, liebe Pico-Freunde, wir haben jetzt zwei neue Loks gezeigt, ein bisschen was über Sound erzählt, wie Sound entsteht, welcher großer Aufwand dahinter ist. Das war's dann für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit Pico-Modellen, viel Freude und eine schöne Zeit.